Und Eddie, gute Besserung. Let's go. Jo Leute, was geht ab? Heute wieder eine neue Episode von Style Challenge. Diesmal mit Eddie und Matt. Ich hoffe, ihr kennt die Regeln. Wenn nicht, schaut doch einfach beim ersten Video vorbei. Ich verlinke euch das hier eben kurz. Ungefähr da, irgendwo da. Klickt drauf, dann wisst ihr, wie die Regeln sind. Geile Challenge. Heute treten Maverick, Eddie und ich gegeneinander an. Und dann dürft ihr wieder abstimmen, wer den geilen Run gemacht hat. So, wir haben uns noch was Neues einfallen lassen. Und zwar zählen wir eure Stimmen. Das heißt, wer die meisten Stimmen bekommt für seinen eigenen Run, den er created in dieser Stunde, der darf den nächsten Run aufbauen. Das heißt, der darf quasi die nächsten Hindernisse aufbauen. Finde ich geil. Wenn euch noch was einfällt, wie wir die Stimmen auch nutzen können für das ganze Format, schreibt einfach in die Kommentare. Ansonsten seht ihr wieder, wie wir jetzt aufbauen, wie wir jetzt uns aufwärmen, wie wir kreativ werden und wie wir das Teil dann rocken. Ich hole eben noch Mev und Eddie und frage die mal, was sie denken heute, was sie machen wollen, okay? Let's go! Komm! So, also, heute ist der liebe Eddie natürlich mit am Start, wie ich gerade gesagt habe. Hi! Und die Frage, hi. Was möchtest du heute einbauen? In deine Runs? Irgendwas Bestimmtes? Hi! Ich glaube, das bedeutet 360, wenn es zu drehen. Genau. Ich habe es nicht übersetzt, sonst noch irgendwas. Also, Eddie verspricht uns mindestens einen 360-Jump. Also, einen 360-Jump. Ich guck mal, wie ich mich sonst noch fühle. Vorher könnte auch noch gut drin sein. Wir hatten gestern eine kranke Session. Genau, wir haben gestern schon ein bisschen geballert. Der Marcel hat sich ein bisschen verletzt. Ja, ich habe mich ordentlich gemault. Ja, ich habe Muskelkater. Bin auch ganz schön erschöpft schon vom Tag. Okay, dann fahren wir mal Maverick, was abgeht. Ich bin Maverick! Cool, also das ist Maverick und er ist auch am Start heute mit uns bei der Session. Und jetzt eine Frage auch an dich, die hat Eddie auch schon beantwortet. Und zwar, was möchtest du heute in deine Runs einbauen? Krass. Gut, Maverick sagt, er macht Dash und er macht Swing. Mein Plan ist heute, Reverse into Liquid irgendwo mit einzubauen. Das wäre geil. Oh, das ist ja cool. Ja, Mann, geiler Flow-Move, ne? Flow-Challenge, let's go. Er hat sich gerade beim Standing Full von dem Kasten Full hat er sich gerade leider gemault, beziehungsweise eigentlich hat er ihn relativ gut gelandet, ist aber dann leider umgeknickt, deswegen ist er für heute anscheinend raus. Also keine 360s von Eddie zumindest. Und ich habe so einen coolen Run im Kopf gehabt. Ja, da hat er sich zu viel vorgenommen, glaube ich. Naja. Ich meine, man muss den Run halt auch gut schaffen, ne? Das war eigentlich das Problem bei mir in der ersten. Doch, der wäre auf jeden Fall. Ich wollte viel zu viele Power-Moves machen und dann ist der Flow halt irgendwie scheiße, ne? Jetzt mache ich heute ein bisschen chilliger, dafür versuche ich einen geilen Flow hier zu kriegen, okay? Let's go, mal gucken, wie es klappt. Und Eddie, gute Besserung. Let's go. So Leute, also wir sind soweit ready. Wir zeigen euch jetzt den finalen Run in Gecutted. Maverick möchte anfangen und er erklärt mir jetzt den Run und dann geht's los. Let's go. Ich bin fertig. Let's go.
Couch. Ihr habt Peppys Run gesehen, ihr habt meinen Run gesehen. Nein, aber cooler. Das werdet ihr entscheiden dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Kommentare wieder ein bisschen zerbasht und da reinschreibt, wie ihr unsere Runs findet, welchen ihr besser fandet. Denn jetzt haben wir auch ein Meaning, eine Bedeutung für euren Vote. Und zwar darf der Gewinner jedes Style-Challenge-Dingens den nächsten Run bestimmen. Darauf haben wir uns erstmal geeinigt. Und wir bleiben kreativ und überlegen uns noch, was man quasi noch daraus machen kann auf den Votings. Wenn ihr, wie gesagt, Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, einen Daumen wollte ich schon sagen. Und vergesst nicht, den kleinen Bell, Ring Bell zu aktivieren. Ansonsten gebe ich heute das letzte Wort an den lieben Maverick. Folgt mir auf Instagram! Wer hat eigentlich letztes Mal gewonnen? Ich habe noch nicht gezählt. Du Spasti. Cool. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich werde gewinnen hier wieder. Und dann baue ich einen guten Run. Nice.